Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge beim Dutch Oven Bro. Mein Name ist Kai und heute machen wir einen richtig geilen, leckeren Fingerfood. Und wer Käse liebt und Bacon, der ist hier genau richtig bei dem Video. Also heißt es für euch dranbleiben und weiter geht's nach dem Intro. Ja, meine Lieben, es ist wieder eine Zeit für ein neues und frisches Video und wie anfangs schon erwähnt, vor dem Intro gibt es was richtig geilen oder einen richtig geilen Fingerfood. Ja, Freunde, und natürlich, was wir dafür brauchen, zeige ich euch wie gewohnt vor mir am Tisch. Natürlich habe ich auch wieder die Gewürze oder das Gewürz von der Spice Bar am Start. Heute nur ein Gewürz und das werden wir auch noch reinmachen. Und zwar brauchen wir hierfür den Zauberstaub. Ein richtig gutes und allround Gewürz. Ja, Freunde, das kann ich euch wärmstens empfehlen. Und wenn ihr eins meiner oder dieser Gewürze, die ich benutze, auch haben wollt, dann schaut doch mal unten in die Videobeschreibung rein. Denn da findet ihr einen Link zur Spice Bar. Und mit dem Rabattcode SPICYDOPS erhältet ihr ein Gewürz gratis. Und das ist diesen Monat das Weidmannsheil, was aus meinem letzten Video ist. Das werde ich euch hier oben mal verlinken, Freunde. Also richtig gutes Wild- und Pilzgewürz. Also alles, was so ringsherum aus dem Wald kommt oder halt ganz und gar für alle anderen Gewürze oder beziehungsweise Essen könnt ihr das auch nehmen. Also Freunde, checkt doch mal den Link aus. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr bestellen würdet. Also weiter geht's von mir hier an den Tisch, an die Zutaten. Also, folgende Sachen werden benötigt für den geilen Fingerfood. Wir brauchen hier Camembert, Bacon, Eier nachher zum Panieren, zum Aufschlagen gleich, Mehl und natürlich Paniermehl oder Panko-Mehl, wie ihr es gerne machen wollt oder nehmen wollt. Spieße, um den Käse nachher aufzustechen, das zeige ich euch gleich noch. Ja, ein gut gehendes Messer, ja, eine Gabel, ja, Freunde. Und wer mit diesem geilen Camembert noch was anderes anfangen möchte, den kann ich wärmstens mein Video empfehlen, den Camembert-Burger, den habe ich auch genutzt. Richtig gutes Dinge, richtig guten Burger, werde ich euch mal hier oben natürlich markieren, Freunde. Aber, lasst uns das mal vorbereiten und, mal starten. Ja, Freunde, wie gesagt, vor dem Intro erwähnt, gibt es einen richtig geilen Fingerfood. Ja, Freunde, also wer Käse und Bacon mag, ist hier genau richtig, denn das wird ein richtig, richtig, ja, aber so richtig gutes Fingerfood. Geht auf jeder Party oder für mal so zwischendurch, wenn man Bock hat. Ja, Freunde, also lasst uns mal nicht lange schnacken und mal hier das leckere Essen zubereiten. Bevor wir loslegen, werden wir erstmal das Ei quirlen. Dazu, wie gesagt, werden wir hier ein bisschen Zauberstaub reinhauen und natürlich unser Ei verquirlen. Ja, und wie man das macht, das wisst ihr ja wahrscheinlich selber. Deswegen lasse ich das hier gleich erstmal ein bisschen schneller abspulen. So, das mit den Ei haben wir auch schon. Nun werden wir mal unseren Käse dementsprechend präparieren. Na, könnt ihr euch nehmen, wie ihr wollt. Aber ein gut gehendes Messer ist wichtig. Ja, und dann werden wir mal den in relativ, könnt ihr die Stücke halten, wie ihr gerne möchtet. Also von der Größe halt her. Ihr könnt die jetzt nochmal vierteln, dass ihr vier Stücke draus habt oder halt jeweils aufteilen. So, und da wir ja ein bisschen was dran haben wollen, ne, werden wir das mal erstmal vierteln. So, und dann könnt ihr ja gerne nochmal kleinere rausmachen. Aber das ist dann halt euch überlassen, wie ihr das gerne machen möchtet. So, ich werde kleine machen und große, um das halt mal, ja, verschiedene Varianten zu haben. Und dasselbe mache ich mit dem anderen auch noch. Na Leute, und wer mit Laktose Probleme hat, ja, da gibt es natürlich auch laktosefreien Käse, beziehungsweise hier Camembert, den ich hier habe. Und den nehme ich natürlich, den laktosefreien. So, Freunde, das war auch schon der ganze Zauber der Magie. Jetzt werden wir mal uns einen Baconstreifen nehmen und werden hier das Ding schön einpacken. Die genauen Mengenangaben, wie üblich, dann unten in der Videobeschreibung. So, der ist da mal schon mal gut eingepackt. So, dann nehmen wir uns einen Spieß,
Ja, wenn ihr die Spieße nicht so groß haben wollt, könnt ihr die gerne mit einer Schere auseinanderschneiden, mit einem Messer oder weiß der Kuckuck was. Ja, oder ihr brecht es einfach auseinander, so wie ich. Dann werden wir mal den Spieß hinten reinstecken hier. Schwupp. Und schon ist erledigt. So soll das halt aussehen. Ne? Und ich werde jetzt alle anderen auch noch so vorbereiten und hole ich gleich wieder dazu. Ich habe meinen Camembert eingewickelt und jetzt kommen wir mal eigentlich zur, ja, ich sage es mal, schmutzigen Arbeit. Oder wo es dann halt ein bisschen dreckiger wird. Und jetzt werden wir hier erstmal schön ringsrum das Mehl draufhauen. Grund dafür ist, dass die Panade besser haftet oder das Ei besser haftet. Und dass ja, das auch ein bisschen saftiger bleibt. Ne? So, jetzt werden wir das ganze Ding hier ins Ei wälzen. Von hinten nach vorne, von vorne nach hinten, mit der Hände nach, ein bisschen nach, vielleicht nachhelfen, und mit dem Löffel, wer es nämlich mit der Hände machen möchte. Schön das Ei ringsrum. Nun ins Panko-Mehl oder halt in eure, ja, Semmelbrösel, die ihr habt, ringsherum dran. Jo, und schon ist euer leckerer Lollipop fertig zum Frittieren. Ich mache das jetzt hier fertig und dann geht es auch gleich schon ab an den Grill und da sehen wir uns schon wieder. Ja, ihr Lieben, wie ihr seht, für so einen geilen Fingerfood mit Bacon und Käse braucht man nicht viel. Ja, ihr Lieben, also lasst uns mal hinten hinter mir die Pfanne anheizen bzw. den Deckel vom Dutch Oven. Ja, Freunde, und dann sehen wir uns auch schon am Grill wieder. Ja, Leute, auch ein Dutch Oven Deckel ist nicht nur da, um den Dutch Oven zuzumachen. Nein, man kann auch wunderbar ihn als Pfanne verwenden. Und das werden wir auch heute machen. Dann werden wir hier mal den erstmal warm werden lassen, logischerweise. Und schon mal etwas Öl reingeben. Denn wir brauchen ein bisschen was zum Frittieren. So, ihr könnt auch ganz normal Pflanzenöl reinmachen, so wie ich das jetzt gemacht habe. Oder ganz und gar ein gutes Stück Butter zum Braten, das geht auch. Aber wie gesagt, jetzt werden wir erstmal das, ja, warm werden lassen. So, Leute. Mein Öl ist jetzt ein bisschen heißer geworden als vorher. Und jetzt werden wir mal so ein Ding hier reinpacken. Und es von allen Seiten goldbraun anbraten. So, Freunde. Und das machen wir jetzt erstmal schön ringsrum. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, nun werden wir mal. Ihr könnt es mit der Zange machen oder per Hand wenden. So. Wenn wir die jetzt gut oben drauf aufliegen, das geht. Und der hier, der Kumpel, der ist jetzt nicht so das Optimalste gewesen, das direkt ins Fett zu packen. Aber wir haben es ja mit einer guten Drehtechnik gewendet. So, weiter geht's. So sieht's aus. Ja, die ersten sind fertig. Wir werden noch schon eins rausnehmen, zusammen mal kosten. Also Leute, komm, wir wechseln mal die Perspektive wieder. Und werden wir uns einen richtig rein snacken und gönnen. Ja, Leute, bis gleich. Ja, Leute, was soll ich euch sagen? Ja, leider ist das Mikro ausgegangen, weil mein Akku mal wieder nicht geladen war oder beziehungsweise ja, ausgegangen ist, was ich sehr, sehr spät bemerkt habe. Da war dann natürlich die Sache schon gegessen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, wie ihr seht, es ist halt einfach wirklich super crunchy gewesen. Ich hätte euch echt gerne mit Ton dieses präsentiert, aber leider ist das nicht mehr möglich gewesen. Ja, Freunde, aber gucken wir uns mal den Anschnitt an. Richtig, richtig lecker, das kann ich euch sagen. So muss das von innen aussehen und jetzt wollen wir mal nach hinten gehen und ein so ein Ding probieren. Ja, Freunde, hier lag er nun vor mir. Leider ist der Ton ausgefallen, aber ihr seht es ja davor. Richtig, richtig gut. Also ich kann es euch nur wärmstens empfehlen, macht das mal nach. Es ist richtig lecker. Gönnt euch das mal richtig. Also Crunch ist da, alles da. Wie gesagt, ich muss den Rest nachvertonen leider. Aber nützt ja nichts, Freunde. Also jetzt kommt der Abspann. Ja, ihr Lieben, hat euch auch diese Folge wieder gefallen, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert doch meinen Kanal und aktiviert die Glocke, um auch kein leckeres Rezept mehr zu verpassen. Ja, Freunde, und dann würde ich sagen, abonniert mich noch auf Instagram, Facebook und natürlich TikTok. Da seht ihr, was im Hintergrund läuft. Ja, und wer es noch nicht weiß, mein WhatsApp-Kanal. Da seht ihr auch immer die frischesten Videos und Sachen, die im Hintergrund laufen oder tolle Aktionen bezüglich Spicebar oder auch von mir mal ein Gewinnspiel, was noch kommen wird, Freunde. Also, Freunde, seid gespannt und wir sehen uns demnächst wieder. Euer Kai vom Dutch Oven Bro, Dutch Oven and Barbecue.